Na, da sage ich mal, grüß Sie miteinander und herzlich willkommen zu einem neuen Automobilista-Rennen. Und mit mir dabei natürlich Jake und Joker. Ah, ja. Kenny und Valvo in der Konfi. Guten Tag. Hallo. Und wir sind heute mal mit dem 2005er Mod in Spa-Francorchamps. Da wickst sich der Jake gleich ein, aber sei ihm gegönnt. Bei mir natürlich sieht es nicht so gut aus, mittlere Grafikeinstellung nur, aber das geht dann anders. Aber ich habe jetzt Lenkrad, ich muss jetzt erst auf den Stuhl wieder rüber. Scheiß blöder Tisch da, der braucht mal einen anderen Platz hier. Den habe ich mal gebaut für irgendwas und konnte ihn dann doch nicht gebrauchen. Und steht er da rum. Oh, Scheißdreck hier. Solange du nicht vorm Fernseher stehen musst, so du längst noch. Also gut. Michi bräuchte so eine Bausendung. Ja, jetzt bauen wir den Stuhl um. Ah, scheiße. Mobilität. Heute bauen wir uns einen Muff. Da kommt mir doch gleich der Pütz von der Decke. Pit looks good. Ja, halt's Maul. Fahr jetzt raus. Los geht's im BR Honda von 2005. Vom Jensen Button. Und mit die ganze Konfi vertreten. Mit dem Lenkrad muss... Ja, zum ersten Mal seit wie viel... Wochen? Ich glaube schon lange. 69. Jahre. Na, keine Kähne mehr alle, wa? Ja. Hey, da überholt mich schon eine Drecksau. Friesacher, ne? Da kommt ja gleich noch Friesacht. Friesacht. Aber Joker hat es ja letztes Mal bemerkt, dass immer ja in Mending auf dem Flugplatz fahren. Das war sehr hakelig und schwierig Rennen. Und da hast du ja schon gesagt, Lenkrad, da fühlt sich's angenehm an und das habe ich auch festgestellt. Das Auto fährt sich alles viel besser. Controller, also warum das bei dem Spiel so ist, dass der Controller so hakelig ist, weiß ich auch nicht. Jetzt geht die Hoch- und Runterschalttaste wieder, die war zwar belegt, habe ich aber nicht gemerkt. Gute alte Tabakwerbung drauf, Lucky Strike und West und Malvo. So wie sie es gehört, die gescheite Sponsoren drauf. Und nicht heute hier, weiß ich was, die Rokit und so eine Scheiße. Noch gescheit Tabak-Sponsoren. Und auch gerucht werden durfte. Nicht ausgegrenzt. Das wird allen und gemacht. Der Sound, das müssen wir einfach nochmal reinhören. Und noch ordentlich ein Wegfall durfte im Fahrerlager. Auf den Trainerbänken. Ja. Fußballgeschäft. So sieht's aus. Oh Gott, jetzt rutscht mir das Pedal weg. Scheiße, dass mir das Pedal jetzt da weggerutscht ist ein bisschen. Oh Gott! Ich will jetzt aber das Ding weggerutscht. So, und weiter geht's. Mal gucken, ob ich denn gleich auf der Camel Street mal auf die Tonlage von meinem Auto komme. Das machen wir ja immer ganz gern. Camel Toe. Michi und sein Camel Toe. Hallo, Camel Toe, Camel Toe. Der Flügel weg. Ach du Scheiße. Und ein bisschen Schräglage. Da flattert schon. Oh, da fällt mir schon ein Modellauto von dem Tisch da runter. Da fliegt ihm gleich der Pütz von der Decke. Ja, so sieht's aus, aber das Auto ist im Arsch natürlich. Ach, da lag was. Da lag was ein schwarzes, dann war es mein Frontflügel. Wo bist Wenn du? Ich nach dem Rouge war? Ja, kurz nach Orange, da hab ich's Auto zerlegt. Wissiger, wer der nächste vor mir ist. Ja, Joker, herzlich willkommen in der neuen Game Show. Jetzt wird gespielt. Oh, Michael Beißler. Gerade weg auf einer guten Runde bin. Ja, ich dachte gespült, so mit Pril und so.
Dann fahr vorbei und dann zieh ich da rein. Oh Gott. Ich bin nicht pädophil, ich spiele lieber mit dir. Da müssen wir gleich wieder was gucken hier, weil das wackelt ganz arg hier. Ich glaube, bei meinem Rennsitz muss ich da wieder was zusammenschrauben. Irgendwas. Das ist schon schlimm genug, dass das Auto jetzt eh kaputt ist, aber das rutscht so weit vor. Da muss ich mal gleich gucken, was da los ist. Da lag ein Teil auf der Camel Straight. War immer noch von mir, aber ich bin bereits schon im letzten Sektor. Ja, wie soll ich die letzte Schikane fahren? Total aktiv hier. Ob ich eigentlich noch Erster? Das weiß ich nicht. Jetzt liegt hier kein Teil mehr auf der Camel Toe. Scheiße! Ah! Ist gleich erstmal. Gucken wir uns mal, was die anderen so vollführen. Ja, ich muss erstmal gleich gucken, warum das Pedale-Ding jetzt hier so wackelt. Das Michi ist an der Box. Ja. Die Michi boxt sich ein. Ja, und dann erst mal hier das Ding festschrauben, irgendwas. Und der wird auf die 1 gedrückt. Der Bilderkopf. Hier war doch jetzt irgendwo eine Schraube, die man hier fixiert. Fertig ist die Gummipuppe. 4,5 Sekunden schon wieder Unterschied. Ich krieg's an der Erbse, ey. Kotat vor Schubi! Der Michi steht noch. Was macht denn der Teamkollege da? Welcher Teamkollege? Von wem? Der Japse. Zarte. Der will da von hinten ran. Er schiebt sich nach vorne. Was wird denn das da? Vereinigt ihr euch jetzt oder was? Wie, was ist da los? Ich roll zwar rückwärts, aber ich bin noch nicht bereit. Wieso schiebe ich da jetzt den Sato weg? Ich kann nicht nach hinten gucken, ich weiß da nicht, was da passiert. Geh doch einfach direkt ganz in die Box da erstmal. Ach so, der steht hinter mir, das sehe ich erst jetzt im Rückspiegel. Ja, da hat er Pech gehabt. Ich muss jetzt erst mein Ding wieder fixieren. Das klingt alles so genial, wie Wahnsinn. Ich glaube, wenn ihr so weitermacht, werdet ihr noch bald an das Auto da hinten crashen. Da muss ich doch gleich mal schauen, was da los ist, weil das wackelt mir nicht. Nee, gib's doch zu, Art, mich. Ich wollte es doch eigentlich nur zur Verraten, um dazu mal den Namen in den Raum zu schmeißen. Meister! Wie bitte? Meister? Ja, genau. Da kommt der Porno-Ralle in die Box. Muss ja schon ruhig aussehen. Dann nähert euch dem roten Fahrzeug dein. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Du bist. Ich bin auf die Screenshot-Taste gekommen. Und deswegen ist jetzt der Sato da plötzlich alles. Und du wolltest trotzdem. Die Scheiße hier. Das muss ich jetzt nochmal. Also. Was das. Also was das hier wird, weiß ich auch nicht. Nee, das ist ganz leider.
Interessant. Während der Joker gerade unterwegs ist, mute ich mich mal kurz und guck mal, dass ich den Stuter wieder gerade kriege. Da, da, da. Ruf immer noch auf so ein Heimwerker-Video von Beisler. Wie schraubt man eine Glühbirne? Was tut man, wenn einem die Sicherung rausfliegt? So ein Tipps- und Tricks-Kanal. Inclusive Fails. Fails-Kanal, inclusive Tipps und Tricks. Wie viel Jens braucht man, um eine Glühbirne reinzuschrauben? Ein Kopf sollte genügen. Inklusive, er kippt Wasser drüber. Inklusive Burger King von McDonald's. Ja, Jake geht ab ins Äppchen, ey. Ja, oh, diese Kamera. Oh, oh, yeah. Und dann brennt die Mist. Hat das Auto natürlich perfekt dort abgefangen. Trotzdem wird das voll gefangen. Na, guck mal, da sehen wir mal den Jake. Schön in der Cockpit von vorn. Geiler Helm. Kameras. Ey, mach die Reifen nicht so schmutzig. Ich mach, was ich will. Ey, da hat er schon wieder neue Bestzeit aufgestellt. Ich krieg die Krise, Luise. Oh, dieses Michelin-Männchen da vorne am Frontflug. Oh, diese Kamera. Oh, diese erst. Gelb. Die Perspektive ist gelb. Und der Jake rattert eine neue Bestseite. Beste Kameraperspektive. Toll. Das ist weg. Ah, ja, ja. Oh, oh, oh. So jetzt die Kurs abfahren. Was kommt denn jetzt für eine Kurve? Ach, egal, geradeaus. Bäm. Ja, ich habe mal Schwierigkeiten hier. Haut's mich raus. Da hat's mich immer rausgehauen. Da habe ich gestanden. Ah, okay. Das da. Also wenn er jetzt hier vorbei ist, geht zum nächsten Sektor. Dann die nächste TV-Kamera. Die nächste. Oder Streckenkamera besser, egal. Dann kommt er ja wieder und ist er aus dem Bild. Da ist er ja wieder. Da ist er raus aus dem Bild. Kommt er wieder. Diese Dings-Kamera, die Open-World-Kamera. Open-World. Schade, dass das beim Kenny nicht funktioniert hat. Ja, hat schon. Kenny noch da? Jojo. Ich spiele nur Injustice 2. Da hat sich schon wieder verbessert. Das ist das mit den Superhelden, oder? Ja. Den geilen Arsch da, den er da gestattet hat. Ich probiere gerade Rocket League, aber das ist mit einem Auge nicht so easy. Ich kann sagen, da würde ich super geworden sein, ey. Aber für das haben wir gerade uns gut geschlagen.
bis er schnell bewegt und fickt mich. So, was ist hier mit dem Michi eigentlich? Müsste ich nochmal eine Zeit bestellen? Ja, der muss doch noch seinen Tisch reparieren. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Heute zeige ich euch, wie man einen Tisch repariert. Außerdem fliegt der J-Graf unter Schrecke. Ist der Eckflügel noch dran? Jo. Ah, aber die Kiste ist schräg. Ja, ist voll schräg, der BMW. Was? Nee, voll schräg. Du hast ja die Kaltfeld als Fahrer. Das ist schräg. Das ist schwul. Ey, der Michi ist nicht letzter, weil Kotzweber. Ui, fliegt er jetzt echt nochmal ab. Weil der Kotzweber noch nicht gefahren ist. Aber jetzt. Er kotzt gerade noch. Ich bin noch nicht mal 2 Sekunden vor der KI. Damit kann ich leben. Hast du wieder auf 75 gestellt? Ja, das ja. War toll. Dankeschön. Aber ich habe jetzt mal auch die Aggressivität wieder auf Mittel. Das hatte ich bei Maximal nämlich vorhin, als er die 6-8er-Karren hatte. Mit 2 Spieler dieselbe Idee haben. Da freut sich nicht der Ball. Fußball war mein Lieblingssport in der Schule. Aber auch kein. Ich war auch immer der Schnellste. Ich war auch der Ball. Wer es kennt, schreibt in die Kommentare. Michi nimmt der Kino auf. In der Schule war ich immer der Schnellste. Die Schule war um 11 Uhr, um 13 Uhr zu Ende und ich war schon um 12 Uhr zu Hause. Das war es von Otto. Ja. Ich hatte das von Monster AG. Ich hatte es von Beisler AG. Nee, nimmt der Michi AG auf? Grüße. Yo. Dann nimmt mit Feldgame auf, wie er sein Spiel repariert. Der nimmt. Stößt sich jetzt erstmal voll die Arme an seinen Tisch. Und an Alonso? Ja, da macht er den Heck in den Move wie bei Zonta. Ja, oh, es fehlt zwar noch der Schuhmacher, aber der ist vom Steinschlag getroffen. Warte, wenn ein bisschen Beißler dabei ist, kommt der sehr jäh, Arschloch. Sehr witzig. Jo. Der dreht gleich durch, wenn man noch öfter ihn umsetzt. Ja, Michi, also, ich habe aus dem Tisch ein Bett gemacht. Verdammte Scheiße. Ich bin ein neuer MacGyver. Ich weiß noch. Was ich alles mit einer Gummipuppe machen kann hier? Agnes MacBeißler. Ich bin ein MacGyver. No. Das klang wie das Jung von Beißler. Ja. Schnauze! Glaubt wohl, ihr denkt wohl, ich höre nichts, ne? Ich höre euch noch laut genug, auch wenn die Kopfhörer an der Seite liegen. Außerdem habe ich das Ding jetzt wieder angepasst. Es sitzt jetzt wieder und nach einer kleinen Zeit. Wir reden schon noch von deinem Penis, oder? Arschloch. Ich fahr jetzt wieder raus, sie haben meinen Sitz angepasst. Oh. Nein, nicht voll gepupst, nur angepasst. Und Vollpupsen ist jemand anders zuständig. Race. Das regnet. Mach da mal die Linie zu. Das ist mein gutes Recht. Jetzt macht der andere auch noch die Tür zu. Ey, was soll das? So, was? Beißler raus. Jetzt gehen wir da. Kurze Sitzanpassung. Nimmst du da auf mich hin? Ja, ich hab die ganze Zeit laufen. Also so normalerweise laufen. Euer Gesappel, da kann ich mir hinterher noch anhören.
Sabbel. Also da mal Gedanken dafür, wie die tolle Unterhaltung jetzt. Ich hab die ganze Zeit den Jake gezeigt gehabt, weil Joker ist ja nicht rausgefahren. Ich sag ja immer gesappelt. Den Hügel kenne ich ja ganz gut. Sammel nicht das Geld. Oh, ich... Oh, ja, Gottes Willen! Du musst ja die Leute unterhalten, während du da deinen Tisch reparierst. Den Rennstuhl, wenn überhaupt den Rennsitz, habe ich wieder angepasst. Jetzt wackelt er nicht mehr so rum, weil das Zeug war noch. Da dran knallen lässt. Ich hier mit der angebumsten Karre, die ist 7 Kilometer lang groß. Wie bitte? Für mich? Nee, und Theo, der hinter dir fährt. Ich hab nur gerade die Anzeige unten verstellt, deswegen sah das so komisch jetzt aus. Der Rote lässt sich noch normal starten. Ja, ja, ich bin ja nur leicht vorhin angeschlagen. Ja. Hier oben war ja nur ein Dreher ohne Anschlag. Blue Flag geht mir am Arsch vorbei. Das geht weit, das geht weit. Blue Flag geht mir sowas von am Arsch vorbei. Welcher Wichser da auch immer hinter mir ist. Hero. Ist egal, der kriegt kein Blue Flag, geht mir am Arsch vorbei. Der geht hier immer vorbei? Der kann von seinem Stinkefinger hinterher bekommen, wenn er nur ohne Blue Flag. Das ist so scheiße hier, ne? Der ist scheiße. Ausrasten. Ja? Wanderung. Die ist so schlecht, die hat keine ordentlichen Moves, ey. Also ich, beim ersten Teil ist wirklich wie nur negativ Batman aufgefallen. Mit dem kann ich überhaupt nicht klar, ey. Die Moves, die er hat, die sind so scheiße. Weißt du ja von Wrestling? Ey, du hast es. Was? Mortal Kombat mit Superman. Hey. Ah, okay. So, jetzt geht es an die Zeit, ne? So, die Zeit müssen wir schmieden. Was geht's jetzt? Eine Gezeitet, da. Da musst du ein bisschen lauter reden. Wir haben Zeit. Ja, mach mal lauter, der Jockel. Mach mal lauter, Jockel. Der ist schon leise. Laus. Nicht die Lauser. Oh! Oh je, es rutscht, glaube ich, schon wieder aus der Verankerung, dass die so leise ist, ne? Was hat er denn? Oder muss ich doch vielleicht auch mal meine Lenkeinstellungen einpassen? Es scheint doch noch nicht so richtig zu funktionieren. Also hier habe ich jetzt zum Beispiel... Oh. Ja, okay, also das ist noch nichts Richtiges. Ja, zum Beispiel die Lenkung bei 50% und halt diese Auto Steering Rotation habe ich aktiviert. Ich gucke, das ist auf jeden Fall noch nichts. Jetzt spiele ich auch mit Supergirl, Alter. Gott, da fault mir das Ei aus der Buchse, ey. Das bauen wir uns jetzt noch nichts angucken, das sieht im Moment noch nicht sehr gut aus. So, was haben wir denn jetzt hier? Steuerung. Wo hast du das alles eingestellt? Ah, Auto Steering Rotation. Das ist jetzt mal aktiviert. Und das andere, was hast du bei 50 Lenkung? Lenkung, ja. Alles andere hast du bei 100 Klasse? Mhm. Aber wie gesagt, Lenkung hatte ich. Verschiebe ich halt immer von Mod sehr verschieden. Gerade die 90er Autos, die sind ja da auch schwerer mit dem Einlenken. So, dann gehen wir jetzt mal wieder auf die Strecke.
Oh, hier rutschst du so, ey. Ich hab mal nicht mehr viel Zeit, um überhaupt noch mal eine Zeitrunde zu setzen, sehe ich gerade. Deswegen müsstet ihr jetzt wieder Platz machen, Mechaniker. Ab, verzieht euch. Jetzt wieder ins Auto rein. Michi springt ins Cockpit. Ah, daneben. Zum Glück gibt's noch kein Halo. Hallo. Ich hab vorhin einen Williams gefahren, einen aktuelle. Ging so einigermaßen. Und was macht dieses Steering Rotation? Macht es das Force Feedback? Nein. Nee, aber ich finde, es ist eine bessere Lenkkontrolle, hast du dadurch. Also fand ich zumindest. Wir sind Kenny, hat die Lenker automatisch ein. Da gibt's Gelb unten. Aber das ist nicht von mir. Und ich habe auch noch keinen getroffen. Oh ja, es fährt sich tatsächlich anders jetzt. Entweder liegt es an dieser Steering Rotation oder an den 50% Lenkung. Was machst du bei 90er Autos dann mit Lenkung? 60? Oh ja, das fährt sich wirklich angenehmer jetzt. Ich glaube, vorhin hatte ich noch weiter runter gemacht, ihr habt. Aber das ist das Einzige, was du anpasst von Mod zu Mod. Ja. Ah, das fühlt sich, das passt mir jetzt eher wieder. Gerade eben habe ich doch mehr Fehler gelassen hier. Boah, ja, fahr mir doch in die Seile, du Wichser! Weg mit dir, du Penner! Fix, Jordan, du fahr mir in die Seite, Arschloch! Ich bin gut drauf heute! Hier, Stinkefinger! Hier, du Wichser! Asshole! Er bringt sie alle um. Ja, guten Tag, Herr Freude, mich hier. Klingt so. Wenn der nochmal mir entgegenkommt, hier, der Wichser, fahr ich ihm rein. Entgegenkommt vor allem. Wenn der mir entgegenkommt. Vorsicht, der Michi ist wieder. Ende der Spieler. Blue Flag, fick dich ins Knie, Blue Flag. Willst du ja mal Zeitrunde? Knie dich ins Fick. Ferrari, willst du mich überholen? Versuch's doch hier! Versuch's doch gar nicht erst! Oh Gott! Er hat's versucht. Ich weiß nicht mal, wer das war. Das war Barrichello, wenn ich es richtig lese. Oh Gott. Okay. Hat er gar nicht gebremst mehr. Bremse funktioniert auch schwerfällig. Hoffentlich ist das Pedal nicht im Eimer. Ja, nee, ich musste versuchen umzustellen, wenn es die anders eher liegt. Warte mal, also das Pedal ist noch angeschlossen. Aber das hat jetzt mal ganz komisch gebremst hier. Ja, okay. Oh je, das wird nicht mehr rein. Oh Gottes Willen! Das gibt ein Qualifying ohne Zeit. Oh, da ist schon mehr kaputt gegangen. Da scheint noch ein Heckflügel zu fehlen, so wie sich das Auto dreht. Oh, Mist. Da fehlt auch einfach das ganze Auto. Das ist natürlich kacke. Das ist natürlich Müll. Ja, wie war's bis hier? Wir sehen mal noch mal die Wiederholung, was da war. Aber ich hatte das Gefühl, dass das Pedal jetzt überhaupt nicht gebremst hat in der Lasource. Warum auch immer. Das wird doch jetzt nicht ab. Philipp, Baby, du gehst mir auf den Sack hier vorne. Verkackst mir noch meine Runde, na, ich seh doch wieder kommen. Philipp, Baby. Gucken wir mal, was da war. Ja, in der Tat. Genauso hat sich's angefühlt. Hier kommt's, Heckflügel abgeflogen. Und genauso hat sich's Auto auch angefühlt. Hier kommt's, Orange hoch. Und da die Stelle, wo Villeneuve und Zonda mal damals abgeflogen sind. Und dann voll eingeschlagen hinten. Und zack, Heckflügel weg. Ja,
Ja, das lohnt sich im Moment, richtig. Sieht mal im Rennen hinkriege, so an Massa vorbeizugehen. Gehen wir mal zum Joker hier. Also ich ohne, dass es ein Massaker gibt. Ja, war noch mal eine gute Runde hier. Bei dir fliegt natürlich nichts weg, ganz klar. Okay, die Nase. Doch, die Nase sieht aus wie der McLaren von 2015 jetzt. Massaker. Ja, ich hab doch mal gute Zeit gut gemacht. 3,6 am Ende im Abstand. Porno-Ralle am Ende dritter. Kultart. Clean. Ah, Sato hat auch nicht besser geblickt. Na, das ist ja super gelaufen. Ja, gucken wir mal. Next Session. Ich bin ja noch besser. Keine Zeit. Das ist. Was ist denn der Rang hier? Immer 0? Da gibt's gar keinen Rang hier. Na, weiß ich nicht, ob man da irgendwelche Ranglistenspiele machen müsste hier. Ranglistenspiele. Was hast du für 10 Runden? Ist das die Distanz richtig? Jo. Okay. Wir haben ja immer 7 Runden gefahren, weißt du? Deswegen weiß ich ja nicht, was passt jetzt da. Das Gute ist, dass hier die Zeit noch runterläuft. Ich habe noch Zeit, um mich dann richtig hinzusetzen auf den Rennstuhl. Bei Race und so drücke alle bereit, da hast du gar keine Zeit mehr. So. Hier. Ein Mechaniker, verpisst euch. Was ihr Platz? Das ist jetzt auch noch rein hier. Schade, das ist eng. Nix wie Nigel Mansell. Bin zu fett fürs Auto. Hey, warum roll ich denn rückwärts? Das hat sich Menzel auch immer gefragt. Ich hab meinen Fuß auch wieder auf der Bremse. Ich auch, ich roll ja rückwärts. So, die letzten 7 Sekunden. Ich glaube, ich werde da nicht weit kommen in dem Rennen. Oder jetzt die Ampel, los geht's. Ey, ich bin doch nur 20 Meter weg von meinem Startplatz. Beschiss! Also, das ist doch Betrug hier schon wieder im höchsten Stile. Betrug. Sorry! Scheiße! Wolltest du wieder voll getroffen? Oh, da war Joker. Der da stand, der McLaren, würde ich mal behaupten. Oh! Alter, wie schlingert denn der Michi rum? Joker, du wirst jetzt aber hier nicht versuchen zu überholen. Fick ihn weg! Mach's für die Aufnahme, Jockel. Für die Aufnahme. Joker singert ja auch. So, jetzt kann ich mal nicht bremsen gleich, Joker. Ich weiß wirklich nicht, ob ich bremsen kann. Was ist denn das hier? Alter! Massaker! Da ist der Massaker gefahren! Kann man auch sich zerlöten. Das waren 4 Autos und 2 Kurven, Joker. Damit hast du sicher nichts zu tun, oder? Nee, haben Alter, wir alle vor mir gestanden. Vier Autos in 2, der Massa hat bestimmt was mit zu tun, der vor mir fährt. Vier Autos in 2 arbeitet sich nach vor. Jetzt die Schikane. Ja, genau. Fahren wir doch hinten drauf. Danke. Oh je. Oh Gott, das war nicht gute Sortierung. Das sieht zwar nicht nach der Ideallinie aus, Joker, aber es läuft. Das ist ja gerade geil an dem Spiel. Ja, du musst einfach so driften, oder? Risiko, ne? Oh, Rouge, wollen wir probieren? Ey, Spaß! Was ist da in der ersten Runde passiert?
Frieser. Keine so laute Geräusche wie eures. Das meint's laut, ja? Nee, ich glaube, das ist der Jake. Ich glaube, Jake hört man da am meisten, gell? Kann das sein, Jake? Ja, geh ich mal von aus. Deins rattert da so und Joker hört man kaum und meins gar nicht. Vorgestern hat die Wasserflasche noch stehen gehabt, dann ist immer so geklirrt. Wer war? Mitten in der Augen, ey. Oh, ja. Jo, da fuck it up. Dein Auto kaputt? Alter, Jay. Hast du jetzt zu arg runtergeschaltet? Eigentlich nicht. Wir müssen Wärme fahren, wir haben eine Chance, Jungs. Ich nicht. Ich muss mich erst mit dem Lenkrad rantasten, damit habe ich endlich. Da steht Pultart. Wo steht er? Ich hab schon der 10. Sektor ist. Ich hab gerade 10. Sektor. Bin jetzt gerade au rouge hochgefahren. Oh, Jay! Genauso wie vorhin bei zwei Kurven später. Andersrum gewesen. Schummel Schumi auf der 2. Und Pornoralle auf 1, was ist denn da? Oh! Ah, Scheiße! Frontflügel am Arsch. Das gibt einen Boxenstopp. Ach, da stand noch einer. Ach, das ist ein Jake, der hat jetzt hier abgestellt. Der wird es niemals zur Box schaffen. Schiefstellung auf dem Lenkrad, ja. Die Boxencrew steht bereit, die WAR-Ausstellung zu reparieren. Wir haben Boxenfunk. Wir haben eine Schieflage entdeckt. Box des Lab. Chef, halt die Schnauze. Das ist immer das Beste, wenn der Beißler gegen den Chef wettert. Beste. MB versus Chef.
Oh, jetzt bin ich total raus. Ach, fick. Komm schon. Präsentiert Jeff Heinz Maul. Oh, das war's. Boing. Kaputt. Da steht's ihm. Also eins würde ich noch, aber. Einer habe ich noch. Dann muss ich auch. Ich könnte mich selbst in den Arsch beißen. Bitte mit Webcam. Kacki Casino. Mann. Fahrt der Beißler noch? Ja, ich fahr noch, bin gerade aus der Box gekommen. Was? Last Man Standing und dann der Michi? Bin gerade aus der Box gekommen, ja, und hab mir alles da reparieren lassen müssen. Ne. Jetzt kommt dieser schöne Sprung hier. Und da wär's fast wieder so weit gewesen für den nächsten Box. Ach man, ey. Das war so eine geile Aufholjagd und ich verkloppe es mir. Klopp. Scheiße, hier eine Pickup. Oh, schön wieder reift die gerade durchs Bild. Bist du raus, Joker? Jo. Oh je, ich glaube ich auch klar. Ach, ich bin ein so Dubeltier. Ach, Joker. Ich muss mich eigentlich selber in die Fresse boxen. Warum mache ich es nicht? Na los, Michi, zeig's uns. Irgendwie komme ich nicht mehr zurecht, warum auch immer. Vielleicht, weil das Auto nicht mehr rund läuft? Nee, weil auch jedes Mal mein Pedal weiter wegrutscht. Dann hast du keine gute Unterlage, würde ich sagen. Ich hab doch gegessen. Wer kommt da hinter mir? Jemand, den du wahrscheinlich nicht bekommst. Doch, und das Pedal immer weiter wegrutscht. Und jetzt die Schikane und. Und! Das war jemand, den man nicht bekommst. Ja. Oh, jetzt bekomme ich nichts mehr hier. Radar. Ja, mal gucken, ob jetzt gleich noch jemand kommt. So, fertig. Irgendwann wird doch ein Führender hier ankommen, oder? Ein Führender. So. Mal gucken, was jetzt. Honoralle kommt gleich. Ja, eben, da gibt es gleich ein Fürchterlich. Honoralle führt? Noch. Ja. Da kommt er und! Auf die Fahrt! Hör schon, den Mixer treffe ich doch jetzt mal! Da habe ich noch ein paar getroffen, zwar nicht die, die ich treffen soll. Da. Ja, nun komm zum Ende hier, sonst kann ich kein Rennen mehr fahren. Ich muss das mal freuen. Schrottplatz aller Meister. Da kommt doch bestimmt noch jemand, oder? Das war doch noch nicht alles. Also das Auto ist noch intakt. Ist noch knatschig so. Blue Fack. Was knatschig? Noch die Autos da weg, die da rumstehen. Ich komm da bis gerade mal hin, glaub ich. Mach doch jetzt Ende hier. Jo, machen wir. Nochmal jetzt das gleiche oder was anderes? Oh, ich muss mal eine andere Strecke machen. Aber jetzt hier erst einmal.
Na klar, muss ich mir die Wiederholung machen. Da muss ich hier. Runde 6 war das. Oh. Kommt es da noch? Oh ja, da kommt es noch mal, glaube ich. Da kommen die Renaults, die sie weggeknallt hat. Den Schumi habe ich nicht erwischt. Achso, jetzt hat der Joker die rausgemacht. Sie sind wirklich unsichtbar geworden. Ich habe nichts rausgehört. Ich habe jetzt den Map-Wechsel. Er hat sich unsichtbar gemacht. Es gibt jetzt einen internen Map-Wechsel. Okay. Montreal, Kanada. Na, das sehen wir dann aber in der nächsten Folge. Ja, schon mal danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Zum nächsten Mal. Tschüss.